Die Inflation, die zieht an, aber der Goldpreis, der steigt dementsprechend nicht so stark und damit gibt Gold wirklich vielen Anlegern Rätsel auf. Matthias Hüppe von der HSBC. Können Sie es erklären? Warum verhält sich Gold momentan so, wie es gerade passiert? Ja, ein bisschen klingt es nach einem Rätsel, muss man ja schon sagen. Also wir haben einen negativen Realzins, wir haben eine steigende oder eine hohe Inflation in USA und auch im Euroraum. Alles, was für Gold spricht an der Stelle. Und dennoch bewegt sich Gold dann jetzt nicht nach oben, sondern hat sogar ein bisschen korrigiert. Und der Grund liegt darin, dass das Thema Zins über allem liegt. Das Damoklesschwert ist mehr oder weniger das Thema Zins, gerade in den USA, die Fed. Und die Fed hat so anklingen lassen, dass sie mit ihrer ultra-expansiven Geldpolitik ein bisschen zurückfahren will. Das wird sie nicht dauerhaft weitermachen. Und sie hat auch das Thema Zinsen angesprochen, dass Zinserhöhungen im Raum stehen. Und Zins ist natürlich die Opportunität zu Gold. Und wenn da Zinsen natürlich positiv sind und Zinsen kommen, dann ist das für Gold schädlich. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt eigentlich so die Korrektur in Gold gesehen haben. Im Endeffekt läuft die Wirtschaft weiter, dann ist das Thema Zinsen immer mehr, steht das Thema Zinsen immer mehr im Raum. Das ist natürlich dann wiederum Gift für Gold. Daher vielleicht auch die Korrektur, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Also Inflation auf der einen Seite und Zinserhöhung auf der anderen Seite. Und diesem Spannungsfeld bewegen wir uns gerade beim Gold und das sehen wir auch im Goldpreis. Im vergangenen Jahr um diese Zeit standen wir auf absolutem Höchstniveau beim Goldpreis. Ist denn jetzt das Edelmetall dementsprechend günstig? Ja, günstig gibt es nicht an der Börse. Also der Markt macht den Preis, ganz einfach. Der aktuelle Preis ist der gerechtfertigte Preis. Dazu haben sich die Marktteilnehmer geeinigt. Die Frage ist halt die über die Erwartungen in der Zukunft. Und da ist es natürlich von Gold, ich habe schon gesagt, das ist einfach das Thema, vielleicht auch jetzt wieder das Thema Covid-Delta-Variante. Was wird da passieren? Wird es doch nochmal einen Dämpfer in der Wirtschaft geben, was dann dazu führen könnte, dass vielleicht das Thema expansive Geldpolitik weitergeführt werden muss und auch die Zinsen eben nicht erhöht werden können? Das würde wiederum für Gold sprechen. Also da wieder so ein bisschen das Thema Krisenwährung. Sollte die Wirtschaft weiter prosperieren und sollte diese Delta-Variante dann doch nur eine kleine Delle sein, dann wird es natürlich für Gold wieder schwierig, weil das die Wahrscheinlichkeit von höheren Zinsen gerade in den USA dadurch natürlich wieder weiter steigt. Wie sieht es denn bei Silber aus? Silber wird dann doch mehr als Industriemetall angesehen, aber Silber läuft häufig parallel, aber macht es dem großen Bruder Gold nach. Wie sieht es aus bei Silber? Ja, Silber als der kleine Bruder von Gold. Sie haben es schon angesprochen. Gold ist eigentlich eine Währung. Silber ist ein Industriemetall. Nichtsdestotrotz sehen wir da in gewissem Maße eine sogenannte Korrelation, also eine Abhängigkeit voneinander. Aber die trennt sich dann auch immer schnell wieder. Das sehen wir dann auch an der Stelle. Und beim Silber muss man natürlich sagen, so ein bisschen die Erwartungen sind da hinsichtlich Klimawende, weil Silber ist ein wichtiges Material. Gerade auch Thema Photovoltaik. Also wenn das Thema Klimawende weitergeht, dann ist Silber natürlich weiterhin gefragt. Und bei Silber ist es dann natürlich am Ende des Tages so, da ist die Frage, wie hoch die industrielle Nachfrage ist. Silber wird halt sehr stark in der Technikindustrie benötigt. Und da ist wiederum auch hier, dann kommen wir wieder zum Thema Corona, gibt es vielleicht dann doch wieder Nachfragerückgänge in der Produktion? Wird das auf Silber sich negativ einschlagen? Also wenn wir weiterhin doch das Thema von Corona haben und es dazu zu Lockdowns oder Ähnliches kommen würde, das ist so ein bisschen das, was da auch über dem Silberpreis schwankt. Also hier muss man auch sagen, da kommt es ein bisschen auf die Wirtschaft an, aber grundsätzlich ist Silber natürlich jetzt, und das haben wir auch dann in der Corona-Krise gesehen, wo es sich doch deutlich vom Goldpreis getrennt hat, ist Silber dann an der Stelle keine Krisenwährung, sondern ein Industriemetall. Was könnte aber denn dann sowohl Silber als auch Gold neue Impulse geben? Was könnte den Preis wieder nach oben treiben? Ja, die Impulse sind natürlich ganz klar das Thema. Einmal wirtschaftliche Nachfrage und vielleicht auch so ein bisschen, wenn wir mal in das Chartbild gucken. Also gehen wir jetzt gar nicht mehr so in die fundamentale Ebene, sondern gucken mal ein bisschen das Chartbild. Da sieht man das ganz gut beim Gold zum Beispiel. Da haben wir so eine Korrekturflagge gesehen und dann gibt es eine sogenannte inverse Schulterkopf-Schulterformation, schimpft sich das Ganze. Ein sehr bekanntes Bild aus der technischen Analyse. Und die 1800, die haben bisher gehalten, die sollten auch weiterhin halten. Und wenn wir dann mal über die 1820 gehen und 1830 und vielleicht mal irgendwann die 1920, das wäre so nochmal eine Initialzündung für Gold, dass es weiter nach oben geht. Andersrum, wenn wir unter die 1750 gehen, dann ist es doch eher so, dass es
vielleicht eher die Bären die Hand haben, dass es weiter runter geht für Gold. Also das sind so Niveaus, auf die man dann zum Beispiel achten sollte bei Gold. Also da positionieren sich jetzt einige Trader auch und gucken ein bisschen mehr auf das Chartbild, weil fundamental, wir haben schon davon gesprochen, es ist schwierig und jede Aussage von der FED, wir haben es jetzt gesehen, dann kamen wieder Arbeitsmarktzahlen, die waren nicht so gut. Die FED hat gleich wieder gesagt, naja, aber nichtsdestotrotz, das Zinsthema ist für uns weiterhin parat. Dann wurde der Gewinn, der in Gold war, war relativ schnell dann auch wieder weg. Also wir sehen schon, mit jeder Nachricht schwankt das Ganze und wir brauchen da wirklich mal einen stärkeren Impuls und das sehen wir dann auch im Chartbild, um dann wirklich auch jetzt beispielsweise für Gold von weiterem Potenzial nach oben sprechen zu können. Warten denn die Anleger ab, bis es diese Impulse gibt oder sehen Sie schon, dass Gold einfach weiterhin beliebt ist und man auch in beide Richtungen sich positioniert? Man kann ja auch auf fallende Kurse setzen. Ja, in der jüngsten Vergangenheit haben wir schon gesehen, da gebe ich Ihnen recht, dass viele dann auch auf die fallenden Kurse gesetzt haben. Gerade infolge der FED-Aussagen, dass man sagt, okay, das Thema Zinsen in den USA wird wirklich kommen und Gold muss dann einfach darunter leiden. Und das haben wir gesehen, dass sich da einige dann auf der Short-Seite, wie es so schön heißt, positioniert haben, also eher auf fallende Goldkurse gesetzt haben. Jetzt derzeit sehen wir so ein bisschen so ein Abwarten. Das merkt man schon. Die Korrektur war ja da und jetzt ist es auch so ein bisschen seitwärts laufen. Wir sehen die langfristigen Käufe natürlich dann auch. Das ist dann meist über Xetra Gold beispielsweise oder ETFs oder Euwax Gold. Die Trader sind gerade ein bisschen ruhiger, haben gerade die Shortseite gespielt. Aber das kann auch morgen und übermorgen schon sein, dass man dann wieder auf steigende Kurse setzt. Die Nachrichtenlage und gerade natürlich, was die Zentralbank da in den USA macht und Arbeitsmarktzahlen beispielsweise, die spielen ganz stark da rein und entscheiden dann natürlich auch darüber, wie sich die Trader entsprechend positionieren. Gibt es da irgendwelche Lieblingsstrategien, wie jetzt Anleger sich positionieren? Sind es doch eher diejenigen, die dann nochmal einen extra Barren in den Tresor legen? Oder sind es eher diejenigen, die sich vielleicht mit einer Hebelstrategie mehr trauen? Ja, das hängt immer davon ab. Man muss natürlich klar sagen, wer sich jetzt den Barren Gold in den Tresor legt, der hat natürlich hohe Transaktionskosten, weil da sind große Unterschiede zwischen Kauf- und Verkaufskursen, beispielsweise beim Gold und so Barren. Das ist ja schon, da reden wir auch schon von sehr viel Geld. Man hat das Thema Lagerung. Ich sag mal so, das machen die wenigsten. Die meisten machen es dann wirklich als klassisches Investment über, ich habe es gesagt, sogenannte ETPs oder auch ETFs. Und verkaufen dann aber auch wieder, wenn sie sozusagen jetzt eher von einem Seitwärtsmarkt oder fallenden Markt ausgehen. Also ein klassisches Investment im Portfolio, halt auch wie eine Aktie, ein bisschen als Beimischung, ein bisschen Krisenwährung, das sehen wir schon. Bei uns sehen wir natürlich dann stärker die spekulativ orientierten Anleger, die dann wirklich auf eine Bewegung setzen und dann entsprechend über die Hebelprodukte versuchen, daran überproportional zu partizipieren. Wie kann man denn dann Gold handeln? Also das ist für diejenigen ja auch wichtig, die wirklich ein bisschen spekulativer draufsetzen. Und auch nochmal das Währungsthema. Die beiden Dinge sind, glaube ich, nochmal sehr wichtig für Anleger. Genau, das ist ganz wichtig. Also wir bieten sowohl Knockout-Produkte als auch Optionsscheine auf Gold und Silber an. Und hier ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich ein bisschen mit den Usancen auskennt in der Börse. Gold und Silber handeln oder Rohstoffe grundsätzlich, muss man sagen, handeln fast 24 Stunden am Tag. Wir handeln nur in Anführungszeichen 8 bis 22 Uhr. Das ist schon ein langes Spektrum. Aber nichtsdestotrotz kann es zu einem sogenannten Knockout bei den Knockout-Produkten auch über Nacht kommen. Das sollte man einfach ganz klar wissen, dass man nicht jederzeit da auch reagieren kann. Entsprechend vielleicht nicht zu aggressiv Positionen, vielleicht aggressive Positionen nicht über Nacht offen lassen. Und Sie haben es auch angesprochen, das Thema Währung. Die Produkte notieren in Euro. Wir zahlen aus in Euro. Wir sind im Euro-Raum, aber entscheidend ist natürlich der US-Dollar-Kurs von Gold und entsprechend muss man natürlich auch ein bisschen das Thema Währungsrisiken sehen. Das ist bei Hebelprodukten natürlich nicht so entscheidend. Nichtsdestotrotz auch hier einen Blick drauf werfen. Und last but not least sollte man sich über die Produkte auskennen und die Bonität des Emittenten hinterfragen. Matthias Höwe von der HSBC. Mehr Ratschläge gibt es, glaube ich, momentan nicht, die man den Anlegern oder möglichen Anlegern zu Gold mit auf den Weg geben könnte. Ganz herzlichen Dank nochmal. Und Gold ist und bleibt bei Anlegern beliebt und man kann, wie wir schon gesagt haben, auch in beide Richtungen sich positionieren, entweder auf steigende Kurse setzen oder auch auf fallende Kurse. Herzlichen Dank nochmal an Sie und liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei waren.